Wenn wir in einer Beziehung wären, wie würdet ihr mich nennen? Also was für ein Beziehungsnamen genau? Stück Müll. Würdet ihr mir geben? Das schreit eigentlich nach einem weiteren Anruf an Nick. Das ist der schlimmste Mensch der Welt, Nick. Falls ihr jemals so ein Telefonat gesehen habt von Felix auf Insta-Reels, dann war Telefonate das der Typ. Sind alle KI-generiert und Satire. Boah, das ist wirklich das beschissenste Duo der Welt, Alter. Wir kommen legit in Untersuchungshaft. Das war nicht ich am Telefon. Ach so. Ich kenne ihn, das war mein Zwillingsbruder Gabor. Ich rufe ihn kurz an. Oh, ich hoffe, ich glaube, er ist heute wieder auf Tour. Der DFB-Pokal wurde auf jeden Fall abgegeben. Die haben nicht mehr den verfickten Deutschen Fußballbund-Pokal. Das ist auch so barbarisch, dass sie ihn einfach hatten. Nimm bitte an. Hey, Atze, ich bin auf Arbeit. Was machst du? Ich bin auch auf Arbeit. Ach, hast du mal kurz Zeit? Ich wollte nur ganz kurz, du weißt ja, ich hab mal wieder... Ich hab 5 Minuten. Es ist die Zeit. Es geht sich um Folgendes. Was ist los? Was ist wie hieß nochmal deine Püppi da, die geile da? Wie hast du die genannt? Melanie war das, die aus dem Ostblock? Genau die. Die ich auf Teneriffa da aufgearbeitet habe, war ja, das war die. Ja, das war die. Auf Teneriffa beim Sextourismus, oder war? Nee, das war, als ich hatte doch mal so eine Hotelkette betrieben, nebenberuflich. Ja. Ja, das war deine Hostess. Ah, ja, grau habe ich das noch im Hinterkopf, so ist es nicht. Ich war nur gerade ein bisschen nochmal verwundert. Hat die Scheiße gebaut, so war die. Nee, alle top. Muss sie weg? Die muss nicht weg, Nick. Beruhig dich. Alles gut, okay. Alle Tüten. Du, das ist ein Anruf, die wäre weg. Alle Tüten, entspann dich. Diesmal müssen wir das nicht machen. Ich wollte nur wissen, du musst mich da nochmal auf den Damm kriegen. Ja. Was hast du? Du hast was ganz Witziges, hast du zu der gesagt. Das geile irgendwas. Genau, ich hatte ein relativ lockeres Verhältnis mit der. Also das war so eine unausgesprochene Sache auch. Also das war dann im Nachhinein, ich hab so ein bisschen Stress, weil das war eigentlich so mir klar, das ist ein offenes Ding. Weißt du, jeder macht seins. Sie hat irgendwie ihre Leute und ich hab so meins, wo ich mal, wie ist er, wo du mal reinhältst und so. Ja. Und das war aber dann ja nicht so. Also das fand die dann richtig scheiße. Die sah so aus, als hätte die dieses pränatales Alkoholsyndrom, war? War die alte? Ja, die hatte das auch. Also die hatte eine Kondition, eine physische. Ja. Und gut, also pass mal auf, das Ding ist so. Ja. Böse Zungen würden jetzt behaupten, da hätte man sich vielleicht an was bereichert. Wie meinst du das? Nein, dass sie jetzt nicht mal bei, also, dass sie jetzt Entscheidungen nicht so gut treffen kann, weißt du? Nee. Aber ich hab das immer abgestritten, also ich finde das schon so nicht. Also, das ist ja trotzdem, das ist ja ein normaler Mensch, quasi per se. Ja. Jetzt, also, in seiner Reinform quasi, weißt du, wie ich meine? Ja, per se ist das erstmal Mensch. Mensch ist erstmal Mensch. Ja, gut, da bin ich schon mal anderer Meinung, aber können wir nochmal später, zu einem späteren Zeitpunkt das Fass aufmachen. Du, das machen wir jetzt nicht auf das Fass, das will ich jetzt ja nicht bequatschen. Zumal ich auch gerade noch auf Arbeit bin, weißt du ja Bescheid, wa? Ja, gut, bist du Großraumbüro gerade, wa? Ja, die hören mich. Aber du weißt, meine Meinung kennst du halt, auch. Guck mal, weißt du, das Ding ist mit der, ich steck's in der U-Bahn, kommt die in Dortmund raus. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich verstehe das. Ja. Ich sag auch immer zu der Seite, wenn es die nicht geben würde, müsstest du sie erfinden. So ja, sag ich das. Ja, das ist ein Charakter. Das ist ein Original, ist das. Das war auch eine geile. Aber jetzt wollte ich doch mal fragen, du hast irgendwas, hattest du immer zu der gesagt? Das geile Stück irgendwas, aber ich hatte immer gesagt, das war so ein Kosename zwischen uns. Ich hatte immer gesagt, geiles Stück Müll mit dem geilen Arsch, hatte ich immer gesagt. Gönn dir. Aber die fandet auch schau, die mochte das auch. Ich hab das geile Stück Müll mit dem geilen Arsch, geil, Alter, gönn dir. Ja, das war, du... Ach, das war eine richtige süße Püppi. Das war eine verschärfte Teil. Ja, das war echt eine verschärfte Nummer damit, ja, war. Ach, krass, ja. Ich hatte ja dann auch diese spontane Hochzeit da noch mit ihr auf Usedom. Jo. Da hast du mich ja noch eingeladen gehabt, wa? Ja, true. Da war ich verhindert. Was hattest du denn da? Kreuzbandriss, wa? Ach ja, die Bandscheibe hat wieder Probleme. Da hattest du dir beim Boccia-Spielen die Bandscheibe rausgerissen. Ja, da warst du ja mit B gewesen. Ja, da habe ich mir jetzt übrigens was Neues rausgelassen, ne? Für meinen Garten ein Cricket-Spiel habe ich mir rausgelassen. Spiel ich manchmal mit einem Nachbarshund eine Runde Cricket. Cool, finde ich schon. Kannst du mal mit vorbeikommen, wenn du willst? Da füge ich dich mal in die Lore ein oder was? Ach, aber ist das noch die Töle, die du vor ein paar Jahren noch hattest? Das ist die gleiche Töle, ja. Ja. Du meintest jetzt gerade mit der ist jetzt vorbei, mit der mit dem Alkoholsyndrom. Das ist durch. Ach nee, das ist durch. Die hatte dann irgendwann, die konnte dann auch nicht mal so klar irgendwie Gedanken fassen und so Sätze formulieren und so. Das war mir irgendwie nicht. Aber hast du eine neue Ficke? Ja, ich hatte. Muss gerade an einen Witz denken, tut mir leid. Ja, ich auch. Pass auf, soll ich dir den Witz mal erzählen? Erzähl mal. Pass auf, kommt ein Pferd in eine Bar.
Nach der Barkeeper. Warum so ein langes Gesicht? Sagt das Pferd, meine Frau hat Krebs. Wisst ihr, wie ich meine? Ich hab's nicht verstanden. Ich hab's nicht verstanden. Das ist klasse, den schreibe ich mir direkt mal auf, den muss ich mir merken. Ja, da musst du dran denken, genau. Da hast du eine geile Beobachtung gemacht. Nee, ich hatte, ich war im Diamonds, in Köln war das. Ach, der Club? Ja, und das war Reggaeton-Nacht. Ja. Und ich volle Kanne, Rüstung bis unter den Helm, alles voll. Alles voll gemacht, okay. Ich hab mir alles voll gemacht, ich war auf 180, weißt du? Ja. Ich hasse. Ich mache auch bis unendlich so, weißt du? So, und ich war eins vor mir in der Hose scheißen, weißt du? Alkoholmäßig. Und dann hatte ich so ein, ich hatte dann so ein geiles Stück Müll auf dem Radar. Auch wieder mit einem geilen Arsch? Ja, mit einem geilen Arsch, Digga. Geil, gönn dir. Dann bin ich hin, hab ich gesagt, pass mal auf. Ja. Fuji hier kostet 1,50. Ja. Und jetzt 10 Dinger, machen uns die Birne zu, bis ich nicht mehr gerade auslaufen kann. Dann holen wir ein Taxi, fahren irgendwo hin und der Rest ist Geschichte. Oh. Haben wir so gemacht. Und was ist passiert denn? Ich bin im UKB aufgewacht nächste Nacht. Ja. Ich hatte 24 Stunden Wachkoma. Ja. Dann haben die mich reanimiert mit so einer gewisse... mit so einem Desidrillator. Genau, mit so einer gewisse... die Gerät, was die da an die Nippel klemmen. Und, ja, ja. Ist ja wieder irgendwie aus dem Universum. Einmal hat mein Schwanz gezuckt. Ich war ja auch schon mal bei so einer Situation. Da habe ich auch so viel meine Leber betäubt. Ja. Haben sie mir erzählt im Nachhinein. Ein Gott sei Dank bin ich aufgewacht, sonst hätten mir die Püppis mal einen runter machen müssen da. Die Doktors. Da hattest du diese Zirrhose, wa? Ja, ja. Das war eine andere Zeit. Ich weiß noch, was das war. Da waren wir mit Ralle und Günni beim Kampftrinken. Kretze war auch mit bei. Kretze und Felge. Ja. Das sind ja Schulkumpels von mir. Ja. Hast du mitgekriegt, war das? Der Inne ist nicht mehr. Der ist nicht mehr. Kretze? Nee, Felge. Ach so. Was ist mit dem passiert? Haben sie einen rangekriegt für diese Schabernack, für diese Tat? Nee, dem haben sie eine Schweineklappe eingesetzt und die hat nicht gegriffen. Die mussten einschläfern dann. Die Felge? Ja. Das war jetzt diesen März war das. Ach wirklich, ja? Ja. Ach krass, ich hatte noch seinen Fernseher ausgeliehen. Im Wald ich den. Ich hatte noch seine Fußballschuhe, weißt du, ich hab ja so Freizeitliga-mäßig mal ein bisschen gekickt mit ihm. Und ich hatte noch einen Adidas Roschrand von ihm, Roschrand hatte ich noch von ihm. Ach, ja, gut, aber ich war ja mal ist natürlich ein Erinnerungsstück, aber ich war in einer relativen Geldnot und hatte das Ding dann für einen Zehner und eine Kapsel hatte ich dann für einen Apfel und ein Ei, ne? Für einen Kaffee und einen Sekt. Ja. Genau. Du, ich glaube, wenn ich dich jetzt gerade mal dran habe, ich habe, glaube ich, Mist gebaut. Ja, aber sag doch mal, ich habe wirklich nur eine Minute. Es geht super schnell. Ich war, pass auf, letztens, ich im Garten. Ich müsste mir einen Katheter legen. Ich im Garten, es ist ähnlich. Ja. Ich im Garten drinnen wieder, ich habe Cricket gespielt allein, ich habe ja vorhin gesagt mit der Töle. So an einem Tag, da war ich im Garten, wirklich eine Unterhemd mit einem Frauenschläger an hatte ich nur und eine kurze Hose. Und ich im Garten Cricket ein bisschen am Spielen, wa? Ja. So ich im Garten, ich im Cricket. Ich merke, mir fehlt der Gegenspieler. Und ich auf einmal, ich habe immer mit einem Hund gespielt und auf einmal merke ich so ein Rambazamba in meinen Darm. Da gab es fast so ein rektales Armageddon. Und ich denke mir so, jetzt muss ich mal kurz Kacke auf Keramikflitzen gehen. Und dann sage ich dir so, wie es ist. Ich konnte das nicht mehr aushalten. Ich rüber über den Zaun zum Nachbarn und ich habe die ganze Ladung in Ickes Schüssel da gemacht, ne, von Nachbarnhund. Ja, ja. Und jetzt habe ich den schon 3 Wochen nicht gesehen irgendwie, den Hund, als auch den Nachbarn. Ja, ich hab die mal erwischt, ja. Die haben dann mal zusammen genascht. Nee. Ich hatte das mal gesehen, dass das eine geteilte Angelegenheit ist, auch in gewisser Weise. Aber nicht, dass der jetzt irgendwie Dings macht. Ja, der ist über New Orleans. Nein. Ja, ich denke mal, das wird so sein. Der Hund? Nee, weder, glaube ich. Aber was ist denn, Felge reicht doch. Gut, das ist halt ein Durchlauf, weißt du, also wir haben ja auch einen Live-Stil, so, den musst du auch erstmal aufrechterhalten. Den ganzen? Aber nicht. Ja. Wie willst du das machen? Na gut, das ist ein Geben und Nehmen, sag ich immer. Manchmal hebt man zu viel, manchmal kann man ja nicht mehr richtig heben. Naja, weißt du, ich sag mal, das Leben ist ein Geben und Nehmen. Ich gebe dir Penis und nehme den nächsten Bus. So ist es. Weißt du was, Nick? Ja. Mehr wollte ich ja nicht. Dann mach mal weiter, sieh zu, dass du mir weiter mal lost. Alter, dude, ich hatte ja letzte Woche, hatte ich das erzählt, war mit die Baustelle auf
Jeder Höhe Aachen? Das war letzte Woche, ja. Wo ich aus Aachen gependelt bin, immer alle kochen gegangen. Ja. Ja. Ist also nicht mehr. Haben sie mit dicht gemacht, das Ding, haben wir unter den Händen weggerissen. Aber ich steige gerade rein, da wollte ich dich nochmal fragen. Ich hatte jetzt gerade, habe ich doch genug das Ohr abgeschwatzt. Ich bin da gerade dabei, ein Patent anzumelden. Ich glaube, das könnte richtig los. Oh. Ich glaube, das könnte ein richtiges Jahrhundertding werden. Du, ich hab auch gerade noch Kapazität, so ist nicht, ne? Also ich kann noch einsteigen, wenn das irgendwas bedarf. Ja, ich bräuchte, soll ich mal mit der Tür ins Haus fallen? Fall rein. 50.000 Euro brauche ich. 50? Ja, 50 brauche ich. Bis wann? Na, wenn du das in bar übergeben könntest, wäre das Beste. Dann ja eine Zeit, ne? Ansonsten machst du Sofortüberweisung, als gut. Also ich sag dir so, rein rechnerisch, ne? Ist das Ding möglich? Aber erzähl mir doch erstmal weiter. Was ist denn das überhaupt? Na, pass auf, ich hatte doch mal so eine Vorliebe, was zu Kostümgeschichten angeht. Cosplay? Eher so was, ein bisschen was Verruchteres. Bist du da, Großer? Ich bin da. Ja, ist ja eine verruchtere Geschichte. Ich hatte da so eine Sexclub-Vergangenheit. Ja. Und ich finde ja ein Schauer, weißt du, mit die so icke Fellkostüm und dann ein bisschen, wenn man sich ja näher kommt und so. Ja. Und ich würde ja einen Club aufmachen, nur für Leute, die das praktizieren. Das ist eine kleine Community, aber das wächst gerade. Also ich habe so ein bisschen mich marktanalytisch ein bisschen damit beschäftigt. Ja. Und das könnte richtig ein Ding werden. Ein Freudenhaus willst du aufmachen? Nein, ich will ein Haus der Freude quasi. Ja. Pass auf, Leute in diese Fellkostüme. Also ich bringe mal auf den Punkt, da wird den ganzen Tag hier mit. Ja. Da wird einfach den ganzen Tag hier mit. Das ist tierisch, was da abgeht wahrscheinlich, wa? Ja, und ich will das aber tagsüber, das ist ja eine Nachtgeschichte. Ja. Und ich will das ja tagsüber als Steuerbüro vermieten. Ach so, du willst das quasi doppelseitig befruchten. Ich will das quasi doppelseitig bespielen. Bitte, ja. Und wir können da auch so eine kleine, Foto-Video-Ecke auch machen. Aber ist das denn nicht den ganzen Abend muchtig, wenn das da riecht? Das könnte relativ muchtig werden am nächsten Tag, aber ich kenne den Sven Marquardt relativ gut, das ist ein Schulfreund von mir gewesen. Aha, sehr. Der am Berg hin die Tür macht. Ja. Und der hat eine Reinigungsfirma, die spülen dir da alles raus, die ganze Flitzekacke, kriegen die alles raus. Ja. Und den würde ich holen, dass der da einfach mal klar Schiff macht am nächsten Morgen. Dann kommen die Steuerungs drin, machen da ihre Zahlenschubs rein mit die Schreibmaschinen und so. Und machen dann ihr Ding und dann am Ende ist es Zappendichte, ne? Am Ende ist es wie Picobello Blanco und dann kannst du da einfach wieder richtig loslegen mit die Jungs. Das würde ich machen. Bräuchte halt ein Startkapital. Ich hatte nämlich einen relativ günstigen Schuppen gefunden. Also das ist auch wirklich ein Schuppen. Das ist ein ehemaliges Reifenersatzteilelager von einem Händler. Die haben jetzt aber dicht gemacht, weil die hatten da mit mir Gesundheitsamt ein paar Problemigkeiten und ich könnte den für einen relativ schmalen Taler eben ablosen. Das wären 50.000. Ich würde mich um alles kümmern. Ich würde da auch, wir können ja halt auszahlen, erstmal das erste Jahr, da gehen wir nur auf bauen quasi, weißt du? Erstmal einen Namen bauen. Weißt du was? Ich steig mit ein. Ich habe weißt du, meine Püppi haben wir ja letztes Mal weggeschafft, beiseite. Ich habe wieder mehr Freizeit. Ja, ja. Du bist jetzt gerade relativ entspannt, was das angeht, war. Ich bin super entspannt. Meine Frauengeschichten halte ich erstmal unten. Und, das war aber auch, muss ich mal ganz ehrlich, das war auch ein relativ ungestümes Frauenzimmer. Für mich war das ein Viech. Ich habe aber letztens gesagt, ich war ja auf eine Trauerfeier, ne? Ja. Und da auch die kleine Sissy ist eine richtige Frau geworden in den wenigen Monaten. Das ist eine richtige Frau geworden. Die hat richtig üppig. Die ist richtig schnell erwachsen geworden. Die ist richtig reingereift. Manchmal ist es ein Sommer. Ja. Es passieren schnell Dinge. Das ist manchmal eine Ferien, sind das. Weißt du, manchmal ist es ja nicht mal über die Lang. Weißt du, das ist über Ostern. Kriegst du die um. Oh, sag mal, was ist denn hier los? Nein, gut, Großer, ich muss es packen. Ich muss es packen, Bruder. Ja. So machen wir das, wa? Gut, wir hören uns weiter, du schickst mir das einfach rum. Ich schick dir das rum, du sagst mir, wohin das gehen soll, das machen wir ganz unbürokratisch, wa? Kennst du auch, Großer? Ich melde mir. Alles ich gut, melde mir, ich mach mal so, wa? Ciao, ich mache eine Runde, ciao. Ciao, bis dann, ne? Ciao. Klasse Kerl. So, plus eins. Wir gehen rein. Also, das war eine geile, die geile Stück Müll mit dem geilen Arsch. Was ist denn? Scheiß Problem, wir verhalten euch. Hast du ein scheiß Problem? Ja. Ey, Nick, kann ich eins haben?